Die Bären sind tot, so heißt es auf allen Kanälen nach der gestrigen Fettsitzung. Was soll passieren? Saisonalität günstig, Buybacks kommen. Jetzt muss die Weihnachtsrallye stattfinden, da gibt es ja gar keine Alternative dazu. Und die Fed wird die Zinsen so schnell nicht anheben. Die Märkte sind gestiegen, obwohl die Fed das Tapering verkündet hat. Die Berichtssaison war gut, also was sollte jetzt schiefgehen? Da kann nichts schiefgehen. So ist derzeit das Mantra jetzt der Fall. Und das ist immer so ein Punkt, wenn alle glauben, es geht in eine Richtung, dann sollte man zumindest vorsichtiger werden, wenn man in dieser Richtung positioniert ist. Ähnlich heute mein überaus geschätzter Kollege Markus Koch, der gesagt hat, ja, die Bären, die haben keine Munition mehr, aber vielleicht haben sie doch eine gute Munition, das versuche ich später mal zu zeigen, dass sie da vielleicht etwas im Köcher haben, womit die Bullen nicht so richtig rechnen, was die vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Aber wenn man mal verstehen will, wie die aktuelle Marktlage ist, dann sollte man wieder mal zurückgreifen auf die 10 Investmentregeln der Börsenlegende Bob Farrell, der gesagt hat, die Märkte, erste Börsenregel, die tendieren immer dazu, wieder zu den Durchschnitten zurückzukehren. Das ist ja derzeit nicht der Fall. Wir sind ja meilenweit entfernt von irgendwelchen gleitenden Durchschnitten. Exzesse in eine Richtung führen zu Exzessen in die andere Richtung. Derzeit haben wir die Exzesse nach oben sichtbar dann an Explosionen von Aktien wie Avis, wie Bed Bath Beyond, wie sie auch immer heißen. Es gibt keine neuen Äras, ist die Investmentregel Nummer 3. Und sagen aber viele, und das sehe ich auch in den Kommentaren, ja, diesmal ist alles anders, das ist halt jetzt, kann man mit Bewertungen nichts mehr anfangen, das macht gar keinen Sinn mehr. Wir sehen, dass natürlich solche exzessiven Märkte länger andauern, als man denkt, das ist sicherlich eine gute Erkenntnis. Investmentregel Nummer 5 heißt, die Öffentlichkeit kauft am meisten am Top und am wenigsten am Boden. Auch da kann man durchaus zustimmen. Und Märkte sind dann stark, so heißt Nummer 7, Börsenregel Nummer 7, wenn die Märkte breit steigen, wenn also die Beteiligung der Aktien breit ist. Ja, das ist eher nicht der Fall. Wir wissen ja, dass es vorwiegend die großen Tech-Werte waren, die die Märkte nach oben gezogen haben. Investmentregel Nummer 9, wenn alle Experten einig sind in ihrer Vorausschau, dann passiert meistens genau das andere. Das ist vielleicht die Regel schlechthin, die man jetzt eben diesem bullischen Narrativ entgegenhalten könnte. Und wir wollen uns mal anschauen, zunächst mal, wie derzeit die Stimmung ist. Put-Call-Ratio nahe von Allzeit-Tiefs. Das heißt, es ist eine gewisse Complacency im Markt, eine Vertrauensseligkeit. Was soll schiefgehen? Kaum jemand ist abgesichert. Fear and Greed Index bei 82, extreme Gier. Auch das zeigt Complacency. Wir sehen, dass im Oktober so viel Optionsvolumen da war wie noch nie in der Börsengeschichte. Wir haben hier einen neuen Rekord erreicht und das sind vorwiegend Call-Optionen, also auf steigende Märkte. Tesla, die Aktie mit der am Abstand größten Volumen überhaupt an Optionen. Und wir hatten natürlich jetzt in den letzten Tagen einen Short-Squeeze gesehen. Hier sehen wir mal die 50 meistgeschorteten Aktien. Die sind massiv nach oben gegangen, um durchschnittlich fast 13% gestiegen, während der S&P 500 jetzt seit Anfang Oktober oder seit den letzten Tagen des Oktober nur etwas über 2% gestiegen ist. Also das war schon ein Short-Squeeze. Ja, die Bären sind teilweise tot. Die sind rausgespült aus dem Markt, aber damit fehlen dann irgendwann auch die Käufer. Also es hält kaum mehr jemand dagegen und die Frage ist, ist das bullisch oder ist das zumindest jetzt ein Argument, das die bullische These nicht zwingend stützt? Und meine Kritik richtet sich vorwiegend an der Bewertung der US-Märkte. Der DAX ist nicht teuer, das kann man überhaupt nicht sagen, aber die US-Märkte sind es teilweise. Hier sehen wir, dass die US-Aktienmärkte die Weltindizes massiv outperformt haben. Hier mal ein Vergleich. MSCI World ohne die USA gegen MSCI US, also da, wo die Amerikaner praktisch das Sagen haben. Wir sehen also eine massive Outperformance der amerikanischen Aktienmärkte, als gäbe es kein Morgen. Muss man diese Karte weiterspielen? Muss man also weiter in amerikanische Aktien investieren? Das ist die große Frage. Aber es gibt einen zentralen Punkt, der gegen diese alles ist bullish These spricht, nach meiner Auffassung, und das ist, dass die Notenbanken die Kontrolle über das Narrativ Inflation verloren haben. Jetzt, wir sehen das an den Märkten, eben
hier spekuliert wird an den Zinsmärkten, dass die Fed weit hinter der Kurve ist, dass man also letztendlich jetzt zwar nochmal die Märkte beruhigt hat, die Aktienmärkte vor allem, indem man gesagt hat, ja gut, Zinsanhebungen, das ist noch weit weg, wir werden jetzt erstmal ein bisschen tapern und dann gucken wir weiter, aber hier wird eben die Sicht vertreten, dass die Fed hinter der Kurve ist und dann schneller agieren muss, also schneller gegensteuern muss, weil man eben diese inflationären Tendenzen unterschätzt. Und dafür gibt es gute Gründe, wie Andreas Denolassen von Nordea hier zeigt. Das Ganze hat begonnen als eine Inflation von der Supply Side, also vom Angebot. Es gibt ja derzeit zu wenig Angebot bei gleichzeitig zu viel Nachfrage. Gar keine Frage. Wir sehen hier mal zum Beispiel die Price Changes NFIB, also von kleineren Unternehmen in den USA, massiv nach oben geschossen. Die Inflation wird folgen. Dann haben wir den extrem engen Arbeitsmarkt. Wir haben extrem stark steigende Mieten. Und wir haben dann unten in diesem Chart etwa Gebrauchtwagen. Die waren ja massiv gestiegen im Preis. Dann kamen die wieder deutlich zurück. Jetzt beginnen sie wieder deutlich zu steigen. Das sind diese Corona-Reopening-Faktoren, die natürlich temporär zu sein schienen. Und sie waren zwischenzeitlich auch temporär oder transitory, aber dann zeigt sich, es geht jetzt wieder nach oben. Also dieser Trend, den wir jetzt hatten, dieser Aufwärtstrend, der ist kurz unterbrochen worden, jetzt geht es wieder nach oben. Und wir sehen auf der anderen Seite jetzt etwa globale Food Prices, also die Nahrungsmittelpreise, sind jetzt auf dem Weg zu einem neuen Rekordhoch, alleine 46% oder 46% gestiegen seit Juni. Das ist doch mal ein ziemlicher Schlag. Hier sehen wir in der Mitte diesen Chart, das sind die Düngermittelpreise, die gehen weiter nach oben. Das wird bedeuten, dass die Lebensmittelpreise auch weiter nach oben gehen. Schlichtweg, weil dann weniger gedüngt wird wahrscheinlich, was die Erträge mindert. Dadurch gibt es auch hier weniger Angebot. Und Sven Henrik sagt hier, lasst sie die Inflation essen, auffressen, Hauptsache wir tun nichts, um die Märkte irgendwie zu verstören. Das ist das, was ja Janet Yellen ziemlich unverblümt gesagt hat. Ja, also der neue Fed-Chef oder der alte Fed-Chef, je nachdem, der sollte die Märkte möglichst nicht stören. Der muss nicht gut für die Wirtschaft sein, der muss nicht gut für eine Gesellschaft sein, sondern er soll die Märkte nicht stören. Das war ja eine sehr verräterische Aussage. Und die Notenbanken haben jetzt zunächst mal die Füße stillgehalten, dass die Fed jetzt die Zinsen nicht angehoben hat. Das war eh klar. Dass man die Inflation runterredet, war auch klar. Nicht klar war, ob heute die Bank of England die Zinsen anheben wird. Und man hat sie nicht angehoben, mit 7-2 Stimmen nicht angehoben innerhalb der Bank of England. Das hat das britische Pfund zunächst mal unter Druck gebracht, die Renditen für britische Staatsanleihen auch wieder sinken lassen. Aber wir haben eben andere Zentralbanken, die Zinsen anheben. Gestern die polnische Zentralbank, deutlich stärker als erwartet mit einer Zinsanhebung. Die tschechische Zentralbank heute, klar, das sind jetzt keine großen Notenbanken, aber wir haben andere große Notenbanken wie die russische oder die brasilianische, zumindest größere Notenbanken, die Zinsen anheben. Es gibt einen weltweiten Trend zur Anhebung der Zinsen. Und Julian Bridgen fragt hier, ja, was sehen die, was offenkundig die Fed, die EZB und die Bank of England nicht sehen? Nun ja, Bank of England und vor allem EZB und vor allem Fed sind absolut relevant für die Finanzmärkte. Wenn die irgendwie etwas tun, dann wäre das ungleich folgenschwerer. Dementsprechend nehmen sie nur Rücksicht auf die Märkte. Eigentlich müssten sie sachlich gesehen die Zinsen anheben. Sie tun es nicht, damit die Märkte ja nicht irgendwie verunsichert werden. Und die Frage ist, ob das gut ist. Ist es volkswirtschaftlich nicht gut? Ist es gesellschaftlich nicht gut? Sie werden dann umso stärker reagieren müssen. Das ist die ganz große Problematik hinter dieser Geschichte. Jetzt stellt sich die Frage, ja, wann ist denn diese Lieferkettengeschichte vorbei, dieser Materialmangel vorbei? Hier ein sehr guter Artikel in Bloomberg, der sagt, ja, man könnte Argumente finden, warum wir jetzt sozusagen auf dem Hochpunkt der Krise sind, nämlich dieser Angebotskrise. Aber es gibt mindestens genauso viele Argumente, die dafür sprechen, dass das nicht der Fall ist. Jetzt haben zum Beispiel in den USA, haben sich Lastenwagenfahrer mal zu Wort gemeldet und gesagt, Leute, ihr habt da ein falsches Verständnis von der Situation, selbst wenn in Häfen durchgearbeitet wird. Das wird alles nichts helfen, weil wir haben zu wenig Lastwagenfahrer, wir haben zu wenig Logistik, wir haben viel zu wenig Möglichkeiten, die ganzen Dinge hier wirklich zu organisieren. Das sind auch strukturelle Organisationsprobleme, die hier eine große Rolle spielen. Deswegen wird die Situation nicht besser, so die Argumentation. Und bisher haben wir noch keinerlei Indikation, dass das alles besser wird. Wir sehen jetzt etwa hier beim ISM-Index die Komponente Supplier Deliveries, also Lieferzeiten,
Die sind jetzt 68 Monate in Folge hintereinander gestiegen. Das ist bei weitem die längste Strecke, die jemals in der Geschichte verzeichnet wurde. Also wir sehen, dass da bisher null Umkehr der Fall ist. Aber wir sehen eben auf der anderen Seite das dominante bullische Narrativ, das jetzt die Bank of America hier zum Besten gibt. Ja, alle Gegenwinde für die Aktienmärkte sind jetzt vorbei, weil einfach diese Supply Chain, diese Lieferkettenproblematik, die haben wahrscheinlich ihren Hochpunkt erreicht. Die Earnings Season war doch gut. Wir sehen, dass die Fed nicht bald die Zinsen anheben wird und die fiskalische Situation, die ist auch vom Tisch, als da eben jetzt keine wirklichen Steueranhebungen in den USA passieren. Das also ist das dominante Motiv, das ist das Narrativ, das die Märkte sich gerne erzählen, um sich selbst zu überzeugen. Gucken wir in die Daten, sieht das ein bisschen anders aus. Wir hatten heute eine ziemlich schlechte Kombination, nämlich die Labor Costs, also die Lohnstückkosten mit 8,3% noch deutlicher gestiegen als plus 7% erwartet und auf der anderen Seite die Produktivität deutlich schlechter mit minus 5% statt minus 3,1% erwartet. Also wir sehen, das sind Faktoren, die für die Zukunft eben sehr wichtig sind. Wir haben jetzt erste Warnzeichen gesehen vom US-Immobilienmarkt mit dem Unternehmen Zillow, das am 18. Oktober ja verkündet hat, okay, wir kaufen keine Immobilien mehr, das ist eigentlich eine Immobilienvermittlungsplattform, die dann plötzlich angefangen hat, Immobilien zu kaufen und zwar in besonders heißen Gegenden, also da, wo der Immobilienmarkt heiß ist und vor allem hat man einen Algorithmus dafür eingesetzt, also das waren keine Menschen, sondern der Computer hat gesagt, okay, das Haus wird gekauft und das Haus wird gekauft und wir sehen hier ein großartiges Scheitern des Algorithmus. Zillow musste ja verkünden, dass man auf vielen 1000 Wohnungen sitzt, auf 7000 Wohnungen, mit denen man jetzt unter Wasser ist, die man also teurer gekauft hat, als derzeit der Verkaufspreis ist. Und letztendlich sind es ja Algorithmen, die auch den gesamten Aktienmarkt dominieren inzwischen. Also muss man sich fragen, ob da vielleicht wirklich nicht mal ein Problem entstehen kann, eben weil die Algorithmen alle letztendlich ja ähnlich programmiert sind. In Sachen Inflation nochmal Erzeugerpreise heute aus der Eurozone mit 16% noch deutlich stärker gestiegen als erwartet. Und die Frage ist, wir haben natürlich jetzt diesen massiven Anstieg gehabt, aber der Börsenjäger, mein Kollege Stefan Jäger, hat hier heute davor gewarnt und gesagt, was hoch steigt, kann auch fallen. Er sieht jetzt ein wichtiges Widerstandsniveau erreicht, erwartet jetzt sicherlich keinen Crash, aber eben eine Korrektur, die jetzt mal einsetzen kann. Das werde ich Ihnen unter dem Artikel verlinken, da müssen Sie sich anmelden, kostenlos und unverbindlich, also das tut nicht weh, aber nur zur Information, dass Sie da diese sehr, sehr guten Analysen von Stefan Jäger mit ganz konkreten Einstiegspunkten auch mal sich anschauen können. Und ich verweise natürlich auf die Sendung heute ab 18.30 Uhr, China unter Xi Jinping eskaliert der Systemkampf mit den USA, mit dem ehemaligen Leiter des Spiegelbüros in Peking, Jürgen Kremp, ein ausgewiesener Asien-Experte. 18.30 Uhr, den Live-Link werde ich Ihnen unter das Video posten. Anschauen, absolut sehenswert. China ist unser Schicksal. China geht uns alle an, auch wenn viele meinen, ja, das ist weit weg. Wenn ein Sack Reis in China umfällt, dann tangiert mich das. Überhaupt nicht. Ich glaube, es tangiert uns alle. Deswegen ist das alles sehr, sehr wichtig. Also unter dem Video diese beiden Links. Und jetzt sage ich Servus und Ciao. Ich hoffe, wir sehen uns gleich. Bis dann.